Guten Abend, liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer. Ich wünsche euch erstmal einen schönen restlichen Montag und einen guten Start in die neue Woche. Ja, ich hatte es ja gestern schon angekündigt, heute wird es sehr spät, deswegen habe ich gleich guten Abend gesagt, denn 14 Uhr mein Zahnarzttermin, da hat er sich dann nach hinten verschoben. Ich selber saß dann 5 bis 10 Minuten drin, zum Glück das mit meiner Kauleiste, was ich mal hatte, so vor anderthalb Wochen. Das war wahrscheinlich wirklich schmerzbedingt mit dem Arm, dass ich in der Nacht so auf die Zähne gebissen habe irgendwie und dadurch die Kauleiste wehgetan hat. Also da war nichts, aber vor mir war jemand, da haben sie eine Wurzelbehandlung gemacht und das dauerte dann wesentlich länger als geplant, wahrscheinlich. Ja, und dann bin ich nach anderthalb Stunden worden endlich dran gekommen. Ja, lässt sich manchmal nicht vermeiden, läuft nicht immer so, wie man es geplant hat. Ja, heute kommen wir zur 326. Stunde zur Weltgeschichte und der 844. Geschichtsstunde. Insgesamt, aber bevor wir dazu kommen, natürlich immer wieder erstmal ein kurzer Überblick. Heute habe ich schon mal so geguckt, so viel muss ich nicht dazu sagen. Ja. Corona-Pandemie, oh, Tönnies hat wieder mal einen Ausbruch in einem Schlachthof, der zur Tönnies-Gruppe gehört. Ich habe es schon mal ein paar Mal angeschrieben, komischerweise wurde in Mörs dieser Dönerbetrieb auch einen riesengroßen Massenausbruch hatte. Da gab es nicht so ein Aufhebens darum. Ja, der hat schlachtet halt keine Schweine und der hat wahrscheinlich auch keine Bemerkung zu Afrikanern gemacht. Ja, was haben wir noch? Vorerst keine Beschlüsse bei Beratungen des Corona-Kabinetts. Nur gut. Kann nur gut sein, wenn die nichts mehr beschließen. Am besten, sie beschließen endlich, dass sie zurücktreten. Ja, höchste Warnstufe in Frankreich, Hauptstadt Paris. Die haben ordentlich den Drosten-Test benutzt, damit die Zahlen steigen, denn die wollen ja Geld von Deutschland. Dann haben wir Trump, ja, wie ich das schon gedacht habe, er ist jetzt schon wieder, wahrscheinlich heute kommt er schon wieder aus der Klinik und da hat man sich aufgeregt, eine Ausfahrt mit dem Auto, dass sie die gemacht hat. Wir werden sehen, in den nächsten 10 Tagen wird es soweit sein, dass Trump wieder auf seinen Wahlkampfauftritten sagt, wie es wirklich ist, dieser tödliche Virus, selbst für einen, ich weiß nicht, wie alt ist, 75 oder 80, selbst für so einen älteren Herrn. Ja, Angriff vor Hamburger Synagoge. Ich weiß nicht, ich will mal kurz schauen, ob es da jetzt einen anderen Text gibt. Nee, also es steht nichts von der Deutschen da, es steht nicht irgendwas da, es kommen ja keine großen Bilder. Es war diesmal auch nicht die ganze Presse gleich vor Ort und hat schöne Fotos schießen können und Videos machen können. Interessant. Von daher, man redet drumherum, dieser antisemitische Angriff da in Hamburg, steht ein extremistischer Hintergrund. Ne? Schauen wir mal, ob das dann ein Araber oder ein Türke oder sowas war und dann ist es trotzdem ein Rechtsextremer gewesen. Wissen wir ja mittlerweile, dass selbst sowas in die rechten Straftaten einfließt. Ja, dann haben wir Belarus, ja, da wird demonstriert und demonstriert, keine Massensterben, hat man schon öfters angesprochen. Migration habe ich schon gelesen. Angeblich sind die Zahlen zurückgegangen. Leute, verarscht euch selber. Ich habe die Zahlen vom letzten Jahr, da sind es 270.000 gewesen. Es waren zwar noch 111.000, die offiziell als Flüchtlinge kamen, aber dann kamen nochmal so knapp 100.000, denen man ein Visa gegeben hat im Rahmen des Familiennachzugs. 40.000 waren immer noch da aus dem letzten Jahr, die eigentlich schon wieder hätten zurück sein müssen. Die hatten Neugeborene gleich mitgebracht. Ne? Die sind dann in dem Zeitraum geboren worden. Und dann hatten wir nochmal 20.000, die schon lange wieder weg sein müssten aus dem Jahr vorher, die aber immer noch da waren. Summa summarum waren 270.000 Leute im Land, die nicht hier wären, wenn wir keine großzügige Asylgewährung hätten. Ja, und interessant, das habe ich heute früh noch mitbekommen, oder heute Mittag, bevor ich zum Zahnarzt gefahren bin, da ging es um immer mehr Obdachlose in Berlin. Aber Frau Jelbke von der SED-Linke fordert, dass wir noch mehr jetzt aus Griechenland in Italien aufnehmen sollen, weil ja die Zahlen so wie gesunken werden, angeblich. Ja, Leute, Deutsche, die ihr SED-Linke wählt, ich muss es so deutlich sagen, ihr seid einfach total bescheuert, blöd, verblödet und dumm. Ne? Die schleppen euch die Leute ins Land, die eure Wohnungen belegen und vom Staat bezahlt werden mit allem, was möglich ist.
Und euch kürzt mal alles Mögliche, euch schmeißt mal aus den Wohnungen, wenn ihr keine Miete mehr bezahlen könnt, ihr kriegt keine Wohnung, aber ihr wählt weiter SED Linke in Berlin, weil die ja dafür sorgen, dass das Wohnraumproblem dort immer größer wird, weil wir haben ja Platz, ne, wie man ja letztens uns weiß machen wollte mit irgendwelchen weißen Stühlen. Ja, und den Rest können wir uns erstmal sparen. Und dann kommen wir wieder zu den tollen Zahlen. Ich habe schon gehört, 3000 heute, 3000. Nee, stimmt gar nicht. Ich bin ja da. Ich habe was von 3000 gelesen vorhin. 1382 sind gemeldet worden. Also, ich habe da heute irgendwas von 3000 gelesen vorhin. Na, auf jeden Fall 1382 positiv getestete, nicht Infizierte. Davon sind, weil der tödlich, der Virus so tödlich ist, nur 5 als verstorben gemeldet wurden, die allerdings nicht unbedingt an irgendeinem Virus gestorben sein müssen und meistens sowieso nicht sind, sondern eine schwere Erkrankung hatten oder ein gewisses Alter erreicht hatten, wo dann halt schon zum Beispiel Krankenhauskeime einen dann endgültig einen Garaus machen können. Aber wenn da nur so ein kleiner Partikel von Drostens Virus, es ist ja kein Covid-19-Virus, es ist ja Drostens Virus, entdeckt worden ist, dann wird er in diese Statistik reingetan. Minus immer noch keine 2000, 1800 Genesene, sodass wir heute durchaus wieder mal ein Minus von 423 haben. Aber wir wissen ja, am Montag wird immer gesagt, da wird nicht alles gemeldet. Ne? Ja, vor allen Dingen die Genesenen werden nicht mehr alle gemeldet. Die verschwinden im Nirgendwo. Ja, und da haben wir es doch. Oh, stand doch gleich als Schlagzeile. Über 300.000. 300.619, dank Drosten als positiv getestete, aber nicht infizierte. Minus 9.534 Verstorbene, die an allen möglichen verstorben sein können, aber nicht alle an diesem Covid-19. Die hatten Krebs, die hatten Herzleiden, die hatten irgendwas anderes Schweres oder waren in einem Alter, wo jede schwere Erkrankung schon das Ende bedeuten kann. Ja. Und dann haben wir jetzt 263.700 Genesene. Ja, hier haben wir sie. Macht summa summarum 27.385 aktiv positiv getestete. Und das macht bei 83.166.170 Einwohnern in Deutschland nach wie vor nur 0,032 Prozent, also abgerundet 0,03%. Aktiv positiv getestete, nicht infizierte. Und damit sind wir durch mit dem Kladderadatsch und können zur Geschichtsstunde kommen. Aber vorher noch ein Schluck Milch. Und ein Schlückchen Kaffee. Ja, und heute kommen wir zum letzten Teil der Biografien des 8. Bandes, die große Chronik Weltgeschichte, der, wie gesagt, 326. Stunde zur Weltgeschichte insgesamt. Und da kündige ich nochmal an, also einen Rückblick müssen wir nicht unbedingt machen, großartig. Gestern waren wir gekommen von H wie Harald Blauzahn bis N wie Norbert von Xanten. Und ich lese kurz vor, um was es heute nochmal geht. In den Kurzbiografien werden die grundlegenden Lebensdaten und die Bedeutung derjenigen Persönlichkeiten dieses Bandes nachgezeichnet, die den Verlauf der Geschichte wesentlich beeinflusst haben. Da kann ich schon mal das Heftchen raustun. Und das war der oder ist jetzt der Band 8 gewesen. Hier haben wir nochmal die große Chronik Weltgeschichte, also kein böses Verschwörungstheoretikerwerk oder von bösen Nazis geschrieben oder sonstiges, sondern ein ganz offizielles Geschichtswerk. Und darin ging es um den Orient und Okzident im Aufbruch 800 bis 1204. Na, hier haben wir nochmal den Titel dieses Bandes. So sieht er von vorn aus. Und ich denke mal, in guten Buchhandlungen kann man das sicherlich auch noch bestellen. Ja. Und heute geht es damit weiter mit den Buchstaben. Da können wir das Kärtchen auch raustun. Mit den Buchstaben ab Buchstabe O. Und dann als erstes die Olga. Olga, Großfürstin von Kiew,
945 bis 969. Geboren um 890, gestorben 969 in Kiew. Nach ihrer Heirat mit Großfürst Igor wurde Olga 912 Fürstin von Kiew. Nachdem ihr Mann 945 beim Steuereintreiben erschlagen worden war, übernahm sie die Regentschaft für ihren unmündigen Sohn Sjatoslaw I. Sie trat in Kontakt zu Kaiser Otto I. und dem Byzantinischen Reich. 947 reiste sie nach Konstantinopel und ließ sich als erste russische Fürstin taufen, ohne jedoch das Christentum in Kiew einzuführen. Ja, so ging man damals mit Steuereintreibern rum und wahrscheinlich auch Maskenkontrolleuren. Ja, und da haben wir die Olga. Da haben wir die Olga. Und als nächstes haben wir dann Otto der Große, römisch-deutscher Kaiser 962 bis 973 und deutscher König 936 bis 973. Geboren am 23. November 912, gestorben am 7. Mai 973 in Memleben. Der Sachsenherrscher aus Liudolfingischem in Anf in Klammern Ottonischem Anf Klammer in Klammer zu Hause gab dem deutschen Königtum eine feste Grundlage und begründete 962 mit der Übernahme der römischen Kaiserwürde die bis 1806 währende Tradition des römisch-deutschen Kaisertums, das er auf eine später kaum wieder erreichte Höhe führte. In der Tradition seines Vorbildes Karls des Großen in Aachen zum König gekrönt, musste sich Otto zunächst in bürgerkriegsähnlichen Kämpfen gegen Angehörige des Königshauses, Fürsten und Bischöfe durchsetzen. Die Reichseinheit sicherte er, indem er Stammesherzogtümer mit engen Verwandten besetzte oder sie der Krone unterstellte. Als zweite Stütze der königlichen Reichsverwaltung begründete er das System der ottonischen Reichskirche, indem er die geistlichen Würdenträger mit weltlichen Herrschaftsbefugnissen versah und sich dafür das Recht sicherte, sie selbst einzusetzen. Im Osten sicherte Otto die Grenzen durch Einrichtung zweier Marken gegen die Slawen. Böhmen unterwarf er 950. Er förderte energisch die Slawenmission und errichtete mehrere neue Bistümer im Norden und Osten. Im Westen behauptete er seinen Einfluss durch zwei Feldzüge, in Klammern 940 und 946, Klammer zu. 951 zog er über die Alpen und erlangte die langobardische Königswürde, die er durch seine Heirat mit der Witwe König Lothars des Zweiten von Italien, Adelheid von Burgund, zusätzlich legitimierte. Damit gewann Otto zugleich die Lehnsherrschaft über Burgund. Nachdem er sich gegenüber der Herzogsopposition in seiner Sippe durchgesetzt hatte, in Klammern 953/54, Klammer zu, wurden seine Bemühungen, die rivalisierenden Fürsten zu befrieden, vom Sieg auf dem Lechfeld gekrönt. Entschuldigung, kurzes Bäuerchen. Mit dem Otto 955 die Epoche der Ungarneinfälle beendete. 960 rief ihn Papst Johannes XII. Gegen Berengar II. Zu Hilfe, den Otto auf seinem ersten Italienzug 952 mit dem lombardischen Königstitel belehnt hatte. Nach dessen Vertreibung ließ sich Otto 962 in Rom zum Kaiser krönen. Im Krönungsvertrag sicherte Otto der Kurie den Schutz des territorialen Besitzes zu, während der Papst dem Kaiser die Mitsprache bei der Papstwahl einräumte und die Treuepflicht erklärte. Als Papst Johannes XII. Diese Zusage brach, ließ ihn Otto absetzen und Leo VIII. Zum Papst wählen. Auf seinem dritten Italienzug in Klammern 966 bis 972, Klammer zu, erweiterte Otto seine Herrschaft nach Süditalien. Das ist eine sehr lange Biografie und da haben wir Otto der Große
noch auf der vorhergehenden Seite mit einem Bild. Einer der wichtigsten Persönlichkeiten der deutschen Geschichte. Und es war kein Moslem und es war kein Jude, sondern ein Deutscher. Ja, das ist unsere deutsche Geschichte. Und weiter geht's. Otto der Zweite, römisch-deutscher Kaiser 973 bis 983 und deutscher König 961 bis 983. Geboren 955, gestorben am 7. Dezember 983 in Rom. Der Sohn Ottos des Großen wurde 961 zum Mitkönig erhoben. 967 erfolgte in Rom die Krönung zum Mitkaiser. Ein Jahr nach seiner Eheschließung mit der byzantinischen Prinzessin Theophanu im Jahre 972 regierte Otto II. Allein. Bei seinem Regierungsantritt sah Otto II. Sein König und Kaisertum von allen Seiten bedroht. Nach 5 Jahren setzte er sich im Inneren durch und konnte die Kämpfe mit aufständischen Herzögen beenden. Nach Feldzügen gegen den Dänenkönig Harald Blauzahn und die Herzöge von Böhmen konnte der Kaiser einen Angriff des westfränkischen Königs Lothar auf Aachen zurückdrängen und bis vor Paris vordringen. In Klammern 978, Klammer zu, Punkt. Der im Mai 980 geschlossene Friedensvertrag besiegelte den Verzicht des Karolingers Lothar auf Lothringen. Im selben Jahr brach Otto II. Auf einen Hilferuf der römischen Kurie hin nach Italien auf. Bei der Wiedereinsetzung des vertriebenen Papstes Benedikt dem Siebten war der Kaiser erfolgreich. Seine Versuche, die nach Kalabrien vorgedrungenen Sarazenen zu vertreiben, endeten dagegen am 13. Juli 982 in der Entscheidungsschlacht bei Cotrone mit einer vernichtenden Niederlage. Und dann wollen wir noch mal kurz einen Schluck Milch trinken, bevor wir ein Bild zeigen. Dann ist es in diesem Falle wahrscheinlich doch Cotrone und nicht Crotone. Denn hier steht auch wieder Cotrone. Erinnert euch vielleicht, wer das Video gesehen hat, wo es darum ging. Da hatte ich ein bisschen überlegt, ob das falsch geschrieben ist. Und da haben wir das Bild von Otto dem Zweiten. Auch hier eine gebührend lange Kurzbiografie. Und ebenso wird es mit Otto dem Dritten, römisch-deutscher Kaiser 996 bis 1002 und deutscher König 983 bis 1002. Geboren 980 bei Kleve. Gestorben am 23.-24. Januar 1002 in Paternò. Der Sohn und Nachfolger Ottos des Zweiten wurde mit 3 Jahren in Verona zum König gewählt und im selben Jahr in Aachen gekrönt. Bis 994 stand Otto unter der Vormundschaft seiner Mutter Theophanu, nach deren Tode 991 unter der seiner Großmutter Adelheid. Nach längerem Widerstand, erst 995 anerkannt, zog er 996 nach Rom und wieder, kurzes Bäuerchen, nach längerem Widerstand, erst 995 anerkannt, zog er 996 nach Rom, erhob seinen Vetter Bruno von Kärnten als Gregor den Fünften zum ersten deutschen Papst und ließ sich von diesem zum Kaiser krönen. Nach der Vertreibung Gregors durch den römischen Stadtadel eroberte Otto 998 Rom und erhob 999 seinen Freund Gerbert von Aurillac als Silvester den Zweiten zum Papst. Otto strebte nach Erneuerung des Römischen Reichs und förderte die christliche Mission. Er stiftete im Jahre 1000 während einer Reise nach Polen zu Boleslaw I. Chobry das Erzbistum Gnesen, unterstützte Bischof Adalbert von Prag und förderte die Kirchenpolitik König Stephans I. von Ungarn. Und haben wir da Otto den Dritten? Ja, haben wir auch ein Bild. Da ist Otto
Der dritte. Und damit haben wir die drei großen Ottos weg, die ottonischen Kaiser des römisch-deutschen Kaiserreichs, deutscher Nation oder Reichs deutscher Nation. Weiter geht's mit noch einem Otto, aber diesmal kein Kaiser oder König. Otto von Freising, Geschichtsschreiber und Bischof, geboren um 1114, gestorben am 22. September 1158 in Morimont. Der Enkel von Kaiser Heinrich IV. Wurde 1132 Abt des Zisterzienserklosters Morimont bei Dijon und 1138 Bischof von Freising. Er beteiligte sich 1147 am Zweiten Kreuzzug. Seine zwischen 1143 und 1146 verfasste Chronik in Anführungszeichen über die zwei Reiche, Anführungszeichen Ende, gilt als herausragend unter den mittelalterlichen Weltchroniken. In der Tradition Augustinus stehend, sah er die Geschichte als Kampf zwischen dem Staat Gottes und dem des Teufels. Auf Anregung seines Neffen Friedrich I. Barbarossa schrieb er die in Anführungszeichen Gesta Fridericii, Anführungszeichen Ende, in Klammern, in Anführungszeichen zu Deutsch, die Taten des Kaisers Friedrich, Anführungszeichen Ende, Klammer zu, Punkt. Und auch von Otto von Freising haben wir ein Bild, sogar relativ großes. Da ist er, der so viel dafür geleistet hat, die Geschichte der Deutschen dieser Zeit zu erhalten und ungefälscht und ungeschmückt wiederzugeben. Solche Werke sollte man sich zu Gemüte führen und nicht das, was uns heutige Historiker über unsere Geschichte erzählen wollen, die meistens nicht mal Deutsche sind, sondern Engel aus Australien und sonst woher kommen. Weiter geht's mit Photios, geschrieben Photios, Patriarch von Konstantinopel in Klammern 858 bis 867 und 877 bis 886. Geboren um 820 in Konstantinopel, gestorben am 6. Februar 891 in Armenien. Bedeutender byzantinischer Theologe. Photios erhielt eine umfassende Bildung und wurde Sekretär des byzantinischen Kaisers Michael III. 858 wurde er von diesem zum Nachfolger des vertriebenen Patriarchen Ignatios ernannt. Durch die Förderung der Missionstätigkeit bei den Chasaren und Bulgaren geriet Photios in Konflikt mit Papst Nikolaus I., der diese Missionsgebiete für Rom beanspruchte. Photios kirchenrechtswidrige Erhebung gab Anlass für eine Kirchenspaltung, in der Papst Nikolaus I. den Patriarchen 863 absetzte und den römischen Führungsanspruch gegenüber der Ostkirche postulierte. 867 exkommunizierte Photios daraufhin seinerseits den Papst, wurde aber wenig später von Kaiser Basileus I. vertrieben, sodass das 8. Ökumenische Konzil in Klammern 869-70 Klammer zu die Kircheneinheit wiederherstellen konnte. 877 wurde Photios erneut Patriarch und auch von Papst Johannes VIII. Anerkannt. 886 jedoch von Kaiser Leon VI. Endgültig verbannt. Sein Sammelwerk in Anführungszeichen Bibliotheke, Anführungszeichen Ende, stellt eine der wichtigsten Quellen griechischer theologischer Literatur dar. Das muss ich mal ganz kurz. Wahrscheinlich die scharfe, wie heißt sie, Currywurst vorhin, die ich schnell noch gegessen habe. Heute habe ich mir schon was gegessen. Weiter geht's mit Richard dem Ersten, Löwenherz. König von England 1189 bis 1199, geboren am 8. September 1157 in Oxford, gestorben am 6. April 1199 in Chalus.
Der dritte Sohn Heinrichs II., Plantagenet, nahm am dritten Kreuzzug 1189 bis 1192 teil und geriet auf der Rückfahrt in Gefangenschaft des mit ihm verfeindeten Herzogs Leopold V. von Österreich, der ihn an Kaiser Heinrich VI. Übergab. Richard musste daraufhin diesen als Lehnsherrn anerkennen. Nach Lösegeldzahlung 1194 in die Heimat zurückgekehrt, brach er sogleich zu Kriegszügen nach Frankreich auf, wo er bei der Belagerung von Chalus tödlich verwundet wurde. Und da haben wir der Chalus, kommen Sie ran, bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt Englisch ist, Chalus, Chalus geschrieben. Und da haben wir Richard, den ersten Löwenherz, wie er ruht. Da ist er. Und weiter geht's mit Robert Guiscard, Normannenherzog von Apulien, Kalabrien und Sizilien, 1059 bis 1085, geboren um 1015, gestorben am 17. Juli 1085, auf der Insel Kefalenia. Als Führer der Normannen eroberte er Unteritalien, das er 1059 von Papst Nikolaus II. Als Lehen erhielt. Mit seiner Eroberung von Bari 1071 fiel die letzte byzantinische Bastion in Italien. Robert Guiscard scheiterte jedoch mit dem Versuch, in Klammern seit 1081, Klammer zu, durch Übergriffe in Dalmatien und Griechenland auch die Kontrolle über die Ägäis zu erhalten. Zwischenzeitlich mit Papst Gregor dem VII. Überworfen und von diesem 1074 gebannt, stellte er sich im Investiturstreit auf die Seite des Papstes gegen Kaiser Heinrich IV. Und befreite ihn 1084 aus der Engelsburg in Rom. Dabei ließ er jedoch die Stadt plündern. Nach erneuter Aufnahme des Kampfes gegen Byzanz erlag er einer Seuche. Und da haben wir Robert Guiscard, haben wir kein Bild von Robert Guiscard, ja, das hat so Tradition, die erinnern uns, die da Rom geplündert haben, sind oftmals danach irgendwie schnell verstorben. Roger II., König von Sizilien, 1130 bis 1154, geboren am 22. Dezember 1095, gestorben am 26. Februar 1154. Der Sohn von Roger I. dehnte nach dem Tode Robert Guiscards und dessen Erben seine Herrschaft von Sizilien über Unteritalien, in Klammern 1122 Kalabrien, 1128 Apulien, Klammer zu, aus. Mit seiner starken Flotte griff Roger II. Wiederholt das Byzantinische Reich an. Durch die Ehe seiner Tochter Konstanze mit Kaiser Heinrich VI. Kam Sizilien an die Staufer und damit zum Reich. Roger II. War der eigentliche Begründer des normannischen Großmachtstaats, der sich unter anderem durch seine Gesetzgebung auszeichnete. Bevor wir Bild zeigen, wieder Schluck Milch, Zunge ist trocken. Und ein Schluck Häfchen. Muss sein. Und da haben wir Roger den Zweiten. Gleich unter Richard Löwenherz. Und weiter geht's mit Saladin, in Klammern eigentlich Salah ad-Din oder Yusuf ibn Ayyub, Klammer zu, Sultan von Ägypten und Syrien, 1173 bis 1193, geboren 1138 in Tagrit, gestorben am 3. März 1193 in Damaskus, Begründer der Dynastie der Ajubiden, vom Sengiden-Sultan Nureddin nach Ägypten entsandt,
stürzte Saladin 1171 den letzten Fatimiden-Kalifen. 4 Jahre später eroberte er Syrien, 1187 Jerusalem und große Teile des Gebiets der Kreuzfahrer. Durch die Kämpfe mit den Kreuzrittern, in Klammern dritter Kreuzzug, Klammer zu, und durch die ihm nachgesagte Großzügigkeit wurde er eine der berühmtesten Herrschergestalten des islamischen Orients. Armer Saladin. Und das sind immer die Geschichten, die man heute immer wieder erzählt. Und ja, aber dass die mit dem fundamentalistischen Islam nicht so viel zu tun haben und auch er ja die Ungläubigen bekämpft hat. Das bringt mein kleinen Kinderchen nicht bei. Man erzählt ihm nur die Märchen aus Tausend und eine Nacht. Weiter geht's mit Sancho dem Ersten Garcés, in Klammern Garcia, Klammer zu, König von Navarra 905 bis 925. Gestorben am 11. Oktober 925, wann geboren, steht nicht da. Der aus dem französischen Baskenland stammende Sancho I. Garcés begründete 905 das Reich Navarra, das zuvor zur spanischen Mark des Frankenreichs gehörende Gebiet, erweiterte er nach Süden bis ins Ebro-Tal und machte Pamplona zu seiner Hauptstadt. Und dann geht's gleich weiter mit, Bild von ihm haben wir nicht, mit Sancho dem III. Garcés. Und vorher, das ist heute wieder schlimm, Herr Bäuerchen, ich habe jetzt das Luft raus, aber nicht bei mir, sondern hier drin. Sancho der III. Garcés, in Klammern auch eigentlich Sancho der Große oder Sancho der Ältere genannt, Klammer zu. König von Pamplona, in Klammern Navarra, Klammer zu. Von 1000 bis 1035, also im Prinzip 1000 bis 1035. Geboren um 992, gestorben am 18. Oktober 1035. Der Sohn König Garcias II. Widmete sich im Zuge der Reconquista dem Ausbau der Macht des baskischen Pamplona, das er als Königreich Navarra zur stärksten christlichen Macht auf der iberischen Halbinsel machte. Durch Eroberungszüge, die Realisierung von Erbansprüchen und diplomatische Aktivitäten erweiterte er seinen Besitz erheblich. Zwischen 1016 und 1019 eroberte er die alten fränkischen Grafschaften Sobrarbe und Ribagorza. Durch seine Heirat mit der Tochter des Grafen von Kastilien fiel 1029 Kastilien an Pamplona. Um seine Vormachtstellung zu unterstreichen, nahm Sancho nach der Eroberung von Leon im Jahre 1034 den Kaisertitel an. Sein christliches Reich bestand jedoch nur bis zu seinem Tode. Mit der Aufteilung unter seine 4 Söhne schuf er den Ausgangspunkt für die Königreiche Navarra, Kastilien, Aragon und Sobrarbe Ribagorza, in Klammern Barcelona, Klammer zu. Also damals Barcelona, Königreich von Barcelona, war Sobrarbe Ribagorza. Haben wir da ein Bild? Haben wir auch kein Bild. Da geht es gleich weiter mit Silvester dem II. Hätte man mich auch so nennen können, ich bin Silvester geboren. Silvester Dombrowski hätte sich auch nicht schlecht angehört. Ne? Weiter geht's mit Silvester dem II. Papst 999 bis 1003. Geboren um 945 bei Aurillac, gestorben am 12. Mai 1003 in Rom. Der Gelehrte Gerbert von Aurillac wurde 991 Erzbischof von Reims. Da ihm nach Angriffen auf das Papsttum jedoch die päpstliche Anerkennung verweigert wurde, kam es zu langwierigen Auseinandersetzungen mit der römischen Kurie. Um 997 berief Kaiser Otto III. Gerbert als Lehrer zu sich. 998 übertrug er ihm das Erzbistum Ravenna. Im Folgejahr gelangte Gerbert auf Betreiben seines Freundes Otto III. Als Papst Silvester II. Auf den Heiligen Stuhl.
In seiner Amtszeit fiel die Ausstellung eines berühmten Diploms in Klammern 1001, Klammer zu, das die Beziehung des Kaisers zu den Päpsten definierte. Weiterhin organisierte Silvester II. Im Einvernehmen mit Kaiser Otto III. Die Kirche in Ungarn und Polen. Er gründete die Erzbistümer Gnesen und Gran. Seinen Zeitgenossen galt der Geistliche als bedeutender naturwissenschaftlicher Gelehrter, der sich insbesondere um die Vermittlung des arabischen Wissens im Abendland verdient machte. Also so ein Franziskus, ja, damals Silvester den Zweiten. Ja, wie wir auch wissen, war ja dieses Arabische meistens nur die Konservierung griechischen und indischen Wissens, chinesischen Wissens. Weiter geht's mit Stefan dem Ersten, König von Ungarn, 1000 bis 1038, also 1000, ja, 1000 bis 1038. Geboren um 975, gestorben am 15. August 1038 in Esztergom. Der aus der Arpaden-Dynastie stammende ungarische Fürst trat zum Christentum über und ließ sich im Zusammenhang mit der Gründung des Erzbistums Gran 1001 durch Kaiser Otto III. Krönen. Er heiratete die bayerische Prinzessin Gisela, eine Schwester des späteren Kaisers Heinrich II. Stefan organisierte Verwaltung, Rechtspflege und Kirche nach fränkischem Vorbild und schaffte zudem den nach Stammesprinzipien organisierten Landbesitz zugunsten des Lehnswesens ab. Der König forcierte die Christianisierung der Magyaren und machte aus dem neuen Königreich Ungarn einen abendländisch-christlichen Staat. Und Warmann, da ist er, Stefan, der erste König von Ungarn, der die Ungarn dem Westen annäherte und das, indem er das Christentum etablierte, das römisch-katholische, und sich an fränkischem Vorbild orientierte. Heute haben wir Orban, der all dasselbe tut, aber komischerweise der größte Feind der angeblichen Europäer in Brüssel ist. Ne? Merkwürdig, merkwürdig. Weiter geht's mit Theophanu, römisch-deutsche Kaiserin 983 bis 991 und deutsche Königin. Geboren um 955, gestorben am 15. Juni 991 in Nijmegen. Also heute, niederländisch glaube ich ausgesprochen, wird es Nijmegen, N-I-J-M-E-E-G-E-N, Nijmegen würde ich es aussprechen. Ich hoffe, die Niederländer können mich bestätigen, wenn nicht, sollen sie es korrigieren. Die byzantinische Prinzessin und Verwandte des Kaisers Johannes Zimiskes wurde 972 in Rom mit Otto II. Vermählt. Diese Verbindung mit dem Sohn und Mitkaiser Ottos des Großen besiegelte die Anerkennung des abendländischen Kaisertums durch Byzanz. Otto II. Machte seine Frau zur Mitregentin und Teilhaberin an Reich und Herrschaft. Als ihr Mann 983 starb, übernahm die politisch einflussreiche Kaiserin nach einigen Auseinandersetzungen gemeinsam mit ihrer Schwiegermutter Adelheid die Regentschaft für ihren noch minderjährigen Sohn Otto III. Als die größten Leistungen der Herrscherin gelten der Ausgleich mit dem Bayernherzog Heinrich dem Zänker. Heinrich dem Zänker. Heute könnte man sagen Markus der Zinker. Sowie die Friedenswahrung an der Ost- und Westgrenze des Reichs. Der Einfluss der byzantinischen Kunst und Kultur auf das Deutsche Reich vergrößerte sich während ihrer Regentschaft. Ja, waren schon immer zänkisch, ne? Und heute zinken sie noch, ne? Heute zinken sie noch. Der Hermanns, der Söders und der Seehofers. Seehofer der Griecher, Markus, Hermann der Zinker. Und Markus, der Maskierte, könnten dann in die Geschichte eingehen. So. Ja, weiter geht's mit Turgeis,
König in Irland, geboren um 800, gestorben um 850. Der Wikinger verließ mit seinen Anhängern die norwegische Heimat und fiel in Irland ein. 839 gelang es Turgeis mit der Unterstützung der in Irland ansässigen Normannen, einige Teile der Insel unter seine Kontrolle zu bringen. Er führte weitere siegreiche Kämpfe gegen die irische Bevölkerung, gründete 841 Dublin und machte es zur Hauptstadt seines Reichs. Name Turgeis haben wir auch nicht. Auch von Theophano im Übrigen war kein Bild drin. Weiter geht's mit Walther. Jetzt muss ich mal gucken. Hätte ich bald einen übersehen sehen, ne? Muss ich doch. Petrus Valdez kommt erst. Petrus Valdez, französischer Begründer der Waldenser. Geboren um 1140 in Lyon, gestorben um 1206. Der reiche Kaufmann trennte sich 1175 von seinen weltlichen Gütern. Mit gleichgesinnten Männern und Frauen, die sich in Anführungszeichen Arme von Lyon, Anführungszeichen Ende, oder in Anführungszeichen Arme Christi, Anführungszeichen Ende, nannten, zog er durch das Land und predigte Buße. Papst Alexander III. Billigte das Armutsgelübde, die Sittenpredigten jedoch nur unter Aufsicht des Klerus, weil das Ziel war eine Erneuerung des christlichen Lebens. Er schuf eine Gemeinschaft, deren Verfassung mönchische Elemente enthielt, die das Gelübde allerdings ablehnte. Der Gegensatz zum Klerus führte 1184 auf der Synode zu Verona zur Verurteilung. Und da haben wir Petrus, weil das wäre es mir doch kurz vor Schluss doch nochmal passiert, bald, dass ich einen übersehen hätte, den Petrus, weil das. Ja, alle, die zu sehr diese christlichen Worte Jesus zu ernst nehmen, ne, von diesem Jesus von Nazareth, die werden komischerweise immer von der katholischen Kirche gebannt. Passt nicht zur Machtgeilheit, Amoral und Geldgeilheit der Kirche. Weiter geht's. Mit Walther von der Vogelweide hat man ja zuletzt, hier haben wir noch mal kurz, mittelhochdeutscher Dichter, geboren um 1170 in Österreich, gestorben um 1230 bei Würzburg, bedeutendster Vertreter der damaligen Lyrik. Walther lernte den Minnesang am Wiener Hof der Babenberger und führte anschließend ein Wanderleben als fahrender Ritter. Er war an verschiedenen Höfen tätig, bis er von Kaiser Friedrich II. 1220 ein kleines Lehen bei Würzburg erhielt. Walther brachte den höfischen Minnegesang zu höchster Vollendung und überwand die Stilisierung der Minnelyrik. Er hinterließ 140 Sang-, Spruchstrophen und ungefähr 75 mehrstrophige Lieder. Und da haben wir Walther von der Vogelweide, da sinniert er gerade und denkt wahrscheinlich über einen neuen lyrischen Text nach. Vielleicht denkt er gerade an die letzte Geliebte, um einen Minnegesang auf sie zu erdünken. Und da sind wir schon auf der letzten Seite. Mal gucken. Ja, tatsächlich. Wenzel der Erste, in Klammern Watzlaw, Klammer zu, Herzog von Böhmen, 921 bis 929, geboren um 903, gestorben am 28. September 935 in Jungbunzlau. Wenzel wurde nach dem Tode seines Vaters zum Herzog gewählt, stand jedoch bis 924 unter der Regentschaft seiner Mutter Drahomira. Seine anfängliche Anlehnung an die bayerischen Luitpoldinger gab er auf und schlug sich auf die Seite des ostfränkischen Königs Heinrich I. Wenzel förderte das Christentum. 929 zwang Heinrich I. ihn dazu, sich dem Reich zu unterstellen. Anlässlich der Erneuerung der Tributpflicht durch Heinrich I. wurde Wenzel 935
Während eines Aufstandes von seinem heidnischen Bruder Boleslav I. und noch eins ermordet. Und armer Wenzel I., ja, ist wahrscheinlich die Currywurst. Kommt nur der Bäuerchen hoch, oh, der hat gut geschmeckt. Gleich beim Bahnhof als kleiner Tipp draußen, kurz bevor die Unterführung losgeht. Der Imbiss, da gibt es auch. Also meines geschmacksmäßig die beste Bratwurst, die man so draußen am Stand in Erfurt bekommen kann. Weiter geht's mit Widukind von Corvey, Geschichtsschreiber und Mönch im Kloster Corvey, in Klammern Weser, Klammer zu. Geboren um 925, gestorben nach 973 in Corvey. Der aus dem Verwandtenkreis von Mathilde, der Ehefrau des Ottonen Heinrich I., stammende Widukind, begann um 940 sein mönchisches Leben. Seine drei Bücher umfassende Sachsengeschichte gehört zu den wichtigsten historischen Quellen des deutschen Mittelalters. Und der vorletzte aus diesem Band, Wilhelm I., der Eroberer, Herzog der Normandie, 1035 bis 1087 und König von England 1066 bis 1087. Geboren um 1027 in Falaise, gestorben am 9. September 1087 in Royan. Wilhelm musste sich zunächst gegen den Widerstand einzelner Adelsgruppen im Inneren durchsetzen. Bevor er 1066 die normannische Invasion in England durchführen konnte. Nach dem Sieg über den angelsächsischen König Harold in der Schlacht bei Hastings ließ er sich zum englischen König krönen. Auf der Insel führte Wilhelm normannische Gepflogenheiten ein. Seine Gefolgsleute stattete er reichlich mit angelsächsischem Landbesitz aus. Sie wurden dem König durch eine straffe Lehnshierarchie untergeordnet. Ihre Verpflichtungen ließ er im berühmten, in Anführungszeichen, Domesday Book, Anführungszeichen Ende, niederlegen, Klammern 1086, Klammer zu. Auch die Kirche unterstellte Wilhelm durch Neubesetzung von Bistümern und Abteien sowie Reformen nach kluniazensischem Vorbild seiner Herrschaft. Und da haben wir da ein Bild von ihm. Ja, da ist er, Wilhelm der Eroberer, Leiter von Wladimir Makains. Das ist dann der letzte. Damer Wilhelm, der Eroberer. Und als letztes, oder die Engländer würden sagen, last not but least, Wladimir I., Großfürst von Kiew, um 978 bis 1015, geboren um 956, gestorben am 15. Juli 1015, in Berestowa bei Kiew. Der Sohn des Großfürsten Wsjatoslaw I. setzte sich nach dessen Tode gegen seine Brüder Jaropolk und Oleg mit Hilfe von Warägern aus Skandinavien durch. Später führte er die Expansionspolitik seines Vaters fort, indem er die Herrschaft Kiews über alle ostslawischen Stämme ausdehnte. Vom byzantinischen Kaiser Basileus II. Gegen den Gegenkaiser Bardas Phokas zu Hilfe gerufen, schlug der Großfürst den Usurpator 988 und gewann so die Hand der Schwester des Basileus. Bedingung für die Heirat war die Taufe Wladimirs, der damit die Christianisierung des Kiewer Reichs nach orthodoxem Ritus einleitete. Ja, und deswegen ist es Quatsch, wenn die Ukrainer jetzt ihre eigene orthodoxe Kirche gegründet haben. Es entspringt einfach einer gemeinsamen Historie mit den Russen. Und das lässt sich nun mal nicht wegleugnen. Na, Herr, ich weiß gar nicht, wie sie vorher vor dem Komödianten, der da Präsident war. Ukraine und Russland sind kulturell, geschichtlich und traditionell ein und dasselbe im Prinzip. Ne? Ja, und bevor wir dann heute abschließen, das waren die Biografien, dann zeige ich jetzt nicht nochmal, habe ich jetzt schon dreimal oder viermal gezeigt, kommen wir zu dem, was dann ab morgen dran ist, und zwar Band 9, die große Chronik Weltgeschichte, und darin geht es um Blüte und Herbst des Mittelalters
1204 bis 1492, also bis zu dem Tag, als die Eroberung des Paradieses begann durch Kolumbus, allen bekannt sicherlich durch den Film mit Gérard Depardieu, Conquest of Paradise und dem dazugehörigen Titel, mir fällt jetzt der Name nicht ein, Vangelis war es, glaube ich, der den gemacht hat, mit dem Henry Maske immer in den Ring stieg. Ja, und dann kurz die Einführung, um was es dann geht. Im Spätmittelalter bricht der schwarze Tod, die Pest, über das Abendland herein. Da können wir doch mal erfahren, was wirklich eine Epidemie ist. Trotz dieser Katastrophe verharrt das Zeitalter nicht in Stagnation. Mit dieser Epoche verbinden sich der Aufstieg der Städte sowie die Gründung erster Universitäten. Die Renaissance und der Humanismus sind prägende Erscheinungen dieser Zeit. Der Buchdruck revolutioniert den Wissenstransfer und portugiesische Entdecker überschreiten den Rand der bekannten Welt. Ja, und damit hoffe ich, dass ich euch wieder neugierig gemacht habe auf das morgige Video und auf die nächsten Videos. Und dann hoffe ich, dass auch heute wieder das ein oder andere Interessante für euch dabei gewesen ist, ihr altes Wissen auffrischen konntet und vielleicht neues Wissen dazu bekommen habt. Anregungen zum Nachdenken, weil es ja vor allen Dingen in Anführungszeichen heute nur um die Biografien ging, die letzten aus diesem Band, Anregungen zum Nachdenken über die Persönlichkeiten der Geschichte. Ja, und dann hoffe ich, dass das Video auch heute wieder gefallen hat und wir uns auch morgen wiedersehen und wieder hören, sowohl bei VK.com als auch bei Facebook und YouTube. Und damit verbleibe ich wie immer mit, haltet die Ohren steif, bleibt kämpferisch und gesund. Ciao, ciao, euer Egon. Und morgen wahrscheinlich wieder etwas früher.